Hallo und willkommen zurück zu Let's Play der Puppenspieler. Und es ist jetzt ziemlich spät nachts, denn ich habe für morgen wieder keine Parts. Momentan ist das ein bisschen sehr chaotisch bei mir auf dem Kanal, dafür muss ich mich auch entschuldigen. Weil jetzt halt, ja, die FIFA 14 Demo bei mir erstmal ein bisschen Vorrang hatte. Wir mussten halt alle anderen Parts ein bisschen oder alle anderen Projekte ein bisschen zurückstecken. So unter anderem auch One Piece Pirate Warriors. Da will mein Videosplit-Programm gerade auch nicht so wirklich, deswegen gab es heute schon keinen Part, wo ich das hier aufnehme, also wieder mal einen Tag, bevor es erscheint, ne? Und ja, da wird dann definitiv ein Part nachgereicht, das verspreche ich hiermit schon mal. Und auch der Multiplayer von Splinter Cell Blacklist, da muss ich noch rendern, das habe ich auch leider zeitlich nicht geschafft. Und ja, da will ich jetzt zumindest, dass die Projekte ein bisschen weiter aufgenommen werden, deswegen jetzt auch spät nachts meine Aufnahme. Also, wenn ich dann jetzt ein bisschen leiser spreche als normal, dann liegt das daran, dass im Haushalt auch einige Leute schlafen wollen und ich jetzt nicht alle so unbedingt hier wach schreien möchte. Wir sind auf jeden Fall in Akt 2, Szene 2. Und zurück zu Kotaros Geschichte. Ja, zurück zur Geschichte. Wir sind jetzt hier weiter in dem Wald, die der Ratte auf der Spur. Seit die Thron verschwunden war, hatten die Bewohner des Mondwalds kein Auge mehr zugetan. Doch dann kam ein Besuch. Eine geschmackvoll gekleidete Ratte. Kommt zusammen, sprach die Ratte und zückte ein violettes Elixier. Diese Tinktur heilt jede Krankheit und wehrt des Tyrannen Magie ab. Dann bot er sie ihnen als Geste der Freundschaft zu einem vernünftigen Preis an. Die Bewohner des Mondwalds waren hocherfreut und erleichtert, dass ein so guter Freund über sie wachte. Mann, der Mondwald ist ja voll verdreht. Aber wo steht General Ratte? Noch immer keine Spur von ihm. Wenigstens ist es schön hier. Endlich ein Ort auf dem Mond, der nicht verrückt ist. Hey, Kotaro. Auch wenn du die Ratte umhaust und dir ihr Mondsteinstück holst, gib's lieber nicht der Hexe. Ernsthaft. Glaub mir, diese Hexe, sie benutzt dich bloß, um den Mondschein in ihre schmierigen Finger zu kriegen. Oder schlimmer. Schätzchen. Überlass mir den Mondstein und deinen Verstand. Wer weiß, was sie mit so viel Macht vorhat. Gib den Mondstein lieber mir. Ich passe auf ihn auf. Was? Das wagst du nicht. Dieses Luder ist ja noch ausgekochter als ich. Klappe, Alte. Ruhe auf den billigen Fantasieplätzen. Sei ehrlich, Kotaro. Vertraust du mir immer noch nicht? Denn ich könnte dir was erzählen, das vielleicht deine Meinung ändert. Bist du bereit? Mein Daddy ist die Sonne. Ich weiß, voll tragisch. Ich bin eine Prinzessin, Königsblut. Dann verpasst mir der Mondbärenkönig eins mit seiner Magie. Puff. Und plötzlich bin ich ein königlicher Winzling. Was? Was soll dieser Blick? Im Ernst, ich bin die Sonnenprinzessin. Princess. Was? Hey. Nachdem sie ihre Freundschaft erneuert hatten, setzten Kotaro und Picarina, die Sonnenprinzessin, ihre Suche nach dem zerschmetterten Mondstein fort. Natürlich. So, was hat dieses Exil mit den Leuten gemacht? Man sieht es auf jeden Fall an, dass sie es geschluckt hatten. Zum Zedernsee! Kotaro und Picarina waren der Ratte noch dicht auf den Fersen, als sie das Ufer eines finsteren Sees erreichten. Oh, bitte! Irgendjemand! Hilfe! Rettet mich aus meiner misslichen Lage! Was? Meldet! Was ist das?
Sie vernahmen die schrillen Schreie einer Jungfer in Nöten. Okay, Jungfer in Nöten. Ich weiß zwar nicht, wer da gerufen hat, aber wir kennen uns ja auch nicht wirklich aus. Wir waren ja, glaube ich, noch nie in diesem Wald. Wir kommen ja von der Erde, wenn ich das in der Story aus richtig verstanden habe. Wir wurden ja vom Mondbärenkönig verschleppt. Hilfe! Sind die Frösche? Oh, bitte helft! Jemand muss uns retten! Unsere Mama ist verrückt geworden. Ich meine, noch verrückter als vorher. Habt ihr gewusst, dass Frösche kaum Kalorien, dafür aber hochwertiges Protein enthalten? Das macht einen schönen Tag. Oh, frisst sie ihre eigenen Kinder auf? Echt jetzt? Ja, ich glaube, die sind alle ein bisschen verrückt geworden durch dieses komische Elixier, was diese Ratte ihnen gegeben hat. Ist das vielleicht das Gift, was die Schlange produziert hat? Wo der Mondbärenkönig noch meinte, Schluss mit der Giftproduktion. Die kleinen Kreaturen, die Kappa-Gero. Doch das Gift der Ratte hat eine höchst unerfreuliche Wandlung bewirkt. Und den wenigen Kappa-Gero, die diesem Schicksal entkommen waren, stand nun die Vernichtung durch ihre psychopathischen Verwandten bevor. Oh. Mann, das ist wirklich... Man kann hier gar nicht alle sehen und alle Köpfe sammeln, wenn man sich sowohl auf Picarina als auch hier auf Gutaro konzentrieren muss. Ja, super toll, das ist jetzt ein zweiter Kopf gewesen. Denn ich habe eben versucht, hier im Hintergrund irgendwas zu machen und da wurde ich im Vordergrund von... Da hier unten halt im... Ja, mit dieser komischen Seerose da untergetaucht. Das ist wirklich... Das ist, glaube ich, nicht machbar, dass man da wirklich alleine auf beides achten soll. Nein, dieser letzte Kopf! Hat eine höchst unerfreuliche Wandlung bewirkt. Und den wenigen Kappa-Gero, die diesem Schicksal entkommen waren... Unser erster Tod. Aber wir bekommen die Krone zurück. Hilfe! Oh, und starten wieder hier. Helft. Jemand muss uns retten! Unsere Mama ist verrückt geworden! Ich meine, noch verrückter als ja, wir können ja nicht retten. Wir kommen ja nicht rüber. Dafür aber hochwertiges Protein enthalten. Das macht einen schönen Tag. Jetzt haben wir mal den Froschkopf wieder. Eigenen Kinder auf? Echt jetzt? Den hebe ich mal auf. So. Im See lebten niedliche kleine Kreaturen, die Kappa-Gero. Doch das Gift der Ratte hat eine höchst unerfreuliche Wandlung bewirkt. Und den wenigen Kappa-Gero, die diesem Schicksal entkommen waren, stand nun die Vernichtung durch ihre psychopathischen Verwandten bevor. Okay. Also war man richtig mit dem... Oh, dem Gift? Also echt jetzt. In alten Zeiten machte die Mondgöttin selbst Ferien am See, was nun niemand mehr vermuten würde, sofern er keine Vorliebe für fiese Fische, verrückte Frösche und abscheuliche Ausblicke. Okay. Ja, dann lief das Ding da rein. So, jetzt aber. Perfekt. Wir werden wahrscheinlich die Bomben jetzt weiterhin... Vorrang haben in dem gesamten Level. Denn die haben wir immerhin bekommen. Im Level davor war ja eher das Schild von Einsatz in Einsatz gekommen, denn das haben wir ja dort auch bekommen. Nochmal so ein Kirschblütenbaum. Können wir mit dir was machen? Können wir mit dir was machen? Können wir mit einem von euch was machen? Ihr könnt euch jagen. Und das gibt uns noch ein paar von diesen Splittern. Jetzt haben wir mal wieder 20 Anläufe. Und der erste Tod war das eben. Und das nur, weil ich nicht konzentriert genug auf das Geschehen im Vordergrund war. Oh. Einst halte und schalte die Taiko-Trommel bei den Festen und Feiern der Kappa-Gero. Jetzt erklären eine andere Musik. Diese Taiko-Trommel. Müssen wir die hier spielen? Ja, müssen wir. Sehr schön, dass wir den eben nochmal bekommen haben. Wasai! Wasai! Hey, feiern die etwa ein Fest? Wasai! Wasai! Oh, Baby, ich liebe Feste! Juhu! Wasai! Wasai! Bonusstufe, Bonusstufe! Immerhin haben wir die hier bekommen. Unsere zweite ja erst. Die Trommel. Wie viele Feste werden schon unter Wasser gefeiert?
wenn man für eine ertragreiche Ernte betet, stimmt nichts die Götter und Ahnen wohlgesinnter als schwere, tragbare Schreine herumzuschleppen. Und so, sehr schön. Besonders ähnliche Spielchen, gipfelten wie schon mit der Spinne, dass die Kapageru im Dunkeln herumtollten, Romanzen anwendeten und kreative Wege fanden, die Kapageru-Population zu vergrößern. Sehr schön. Oh, ab nach oben. Wo sind wir jetzt hier? Nein! Okay, das war's mit der Bonusstufe. Immerhin habe ich es versucht. Darüber, darüber. Wurf. Und weiter. Und noch weiter. Und ab in die nächste Ebene. Stellt euch vor, kristallklares Wasser, wie Glas. Gut. In einem riesigen Königreich aus Grün. Das perfekte Versteck für zwei junge Liebende. Das Gras am See, butterweich unter dem Hinterteil. Na, sagen wir einfach, es waren sehr denkwürdige Wochen. Selbst für einen Mann. Okay, das war jetzt sehr fail. Das gebe ich zu. Das kriege ich aber noch. Tage sind dahin, aufpassen. Die Frösche im Mixer. Wenn ihr so alt seid wie ich, und die Frösche im Mixer ist aber auch böse. Werdet ihr euch auch nach weichem Gras unter eurem Hinterteil sehnen? Merkt euch meine Worte. Nein, werde ich definitiv nicht. Kopf. Ich merke mir deine Worte, aber das werde ich definitiv nicht danach sehen. Ist der Frosch da jetzt? Oh, schön. Aber viel gebracht hat es uns nicht. Okay. Schnippel, 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 schnippel und rüber. Deine Seele. Danke. Hört sich jetzt, wenn ich sowas sage, nicht eher danach anders, als wenn wir der Gute wären, aber wir sind es. Gib mir deine Seele. Was ist das? Eine Statue? Sieht aus wie so ein Moai. Oder soll das Buddha sein? Bitte? Das ist ein Kopf, den wir wieder nicht haben, ne? Ist auf jeden Fall nicht der Froschkopf und auch nicht die Krone. Nein, ist es nicht. Aber immerhin kriegen wir alles, was da oben ist. Tja, das können wir leider nicht einsetzen. Dringte unerschrocken hier so weiter. Über die moosigen Steine und Wasserpflanzen des gefährlichen Sees. Auf die Blätter im Wind einschlagend, als komponiere er ein wortloses Gedicht. Weiter wartete unser Held und sah bei jedem Schritt, dass das violette Gift der Ratte überall hin verspritzt worden war, wie verfaulte Farbe. Ich war mal eine Schönheit. Nein! Nein! Einmal still sein. Ich verkacke hier gerade wirklich nur. Vielleicht sollte ich doch nicht so spät aufnehmen. Ich dachte eben. Neuer Kopf. Gib mir den Kopf. Danke. Den hatte ich jetzt notwendig. Weil der war jetzt notwendig, den hatte ich jetzt nötig, so ist es besser. Verdammt, verdammt. Oh. Jawohl. Immerhin scheinen die extraen Läufe nicht so schnell auszugehen. Da war den Froschkopf wieder. Und den will ich nach wie vor erstmal behalten. Irgendwas ist anders an der mittleren Laterne. Sie sieht fast wie eine von diesen aus Papier aus. Aus Papier? Mittlere Laterne, Papier? Achso, wie diese Lampignons. Ja gut, dafür brauchen wir aber leider den Lampignon-Kopf und den haben wir nicht. Ein Frosch. Mal weiter, mal weiter und weiter. Okay, sieht nach Endbosskampf aus, wie so. Und dem ist wohl auch so. Absolute Ratte! Was ist aus mir geworden? Ah!
Ich bin eine Tragödie, die gerade ihren Lauf nimmt. Ich tue es dieser Frosch, Kröte Frosch, ja noch nein, ungern nein, an, nein, aber nein, bitte, Froschkopf ist weg. Hab ich verstanden? Ich hab da eben den Frosch. Nein, jetzt ist der Frosch weg. Wirf eine Bombe rein. Hab ich? Jetzt haben wir den Froschkopf verloren. Ja. Ausgerechnet hier. Super. Trommel, ich will den Froschkopf gerne wieder haben. Sie macht die Wiege. Oh. Ja, wir sind hinterher. Ah, ihr Monster! Ich wollte doch einfach nur nein. Schön sein! Sagte die Spinnerin, die ihre Kinder ab. Los, Kutaro, spreng ihren Kopf doch mal weg. Haben wir gemacht. Reiß dich zusammen, Alte. Da hinten ist die Fledermaus, Fledermaus, Fledermaus. Fledermaus. Und letzte Phase, oder wie sieht's aus? Für Tag, wagende Bälge auf dem Rücken. Es war nicht immer so. Ich war eine Schönheit. Könnt ihr mir vorwerfen, das Medizin genommen zu haben? Könnt ihr? Ja, können wir. Können wir. Nochmal kurz. Ja, da sind wir eine drin Meinung. Oh, der Ratte. Ist er gebrochen? Endlich erlange ich meine frühere Schönheit zurück. Ach, glaube ich zwar ja nicht, aber... Warum, ihr Götter? Warum? Wie dumm ich doch war, einer so heimtückischen Ratte zu trauen. Dann, lass es dir eine Lehre sein. Wenn das nächste Mal etwas zu gut... Verfluchte Ratte! Verflucht seist du, du gemeiner Diener des Bösen! Wie der schwarze Tod kamst du und hast unser aller Hoffnung geschwärzt und uns dann getötet! Du weißt schon, dass du noch lebst, oder? Hey, was soll das? Hat Gloria frei? Mit dem Klaps kann ich nicht arbeiten. Unglaublich hübsch, dieser Frosch. Nee, nee, das geht gar nicht. Komm weiter, Kotaro. Halt, halt! Ich bin noch nicht fertig. Die Götter des Mondwalds, sie sind in Gefahr. Traumatischer Gefahr. Das Ende naht, naht. Das Ende des Mondwalds ist naht. Es heißt dramatisch, du Kopf. Es reicht. Hör auf damit. Mensch, Alte, wer hat dir denn die Muse ins Klo gespült? Vorhang! Bill, schaff sie hier raus. Ich fasse für die Zuschauer zusammen. Okay. Also, es war so. Ich und Kutaro suchen... Die Zähne! Oh. Ihr müsst Mutter und Vater Zähne in der Waldesmitte finden. Gib bevor... Ruhe! Ich und Kutaro müssen die Schutzgötter des Mondwalds retten. Deren Wurzeln sich unter dem ganzen Wald erstrecken. Ja, oh ja! Wenn Ratte sie dazu bringt, es zu trinken, sein ruchloses Elixier. Gut, okay. Wir sind fertig. Nächste Szene. Ja, Kutaro, sie lieben dich. Mach voran! Das Ende naht. Der Wald wird verwelken. Die Vögel werden ihren eigenen Nachruf zwitschern. Der Kataklysmus steht uns bevor. Nochmal? Ein geheimes Talent. Ach, du Kacke. Oh, sie wollte doch eben nächste Szene. Einen recht schönen aber Tag, so ist es wohl nicht so ganz. Und die Dame, welch eine Ehre es für mich ist, Mutter und Vater Zähler zu treffen. Oh, du bist aber höflich und drückst dich so gewählt aus. Fühl dich wie zu Hause. Der ganze Wald spricht von dir, wusstest du das? Alle reden von diesem Elixierzeug, das du da hast. Ah ja, das Elixier, es heilt jedes Leiden.
Okay, er ist also schon da. Heißt das, wir treten jetzt schon Ratte entgegen? Das wird ja eigentlich widerspricht das hier allem, denn bislang war es im ersten Szenen ja so, dass wir halt im letzten Akt dann auch den Endboss quasi, den General besiegt haben, und so hätte ich das jetzt hier auch erwartet. Aber doch, vielleicht ist es hier anders. Noch so jugendhaft. Sicherlich benötigt ihr keinerlei solcher Hilfsmittelchen. Oh, du Charmeur. Wer auf solche Wegstrecke zurückblickt wie wir, entwickelt gewisse, Wehwehchen. Okay, sie brauchen also das Elixier doch. Und er tut so, als wenn er es ihnen gar nicht geben möchte. Das kennt man ja von den Bösewichten so. Aber dass jetzt ausgerechnet hier so die Götter des Waldes darauf reinfallen, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Hier das ganze Waldstückchen erinnert so ein bisschen an Märchen, muss ich auf jeden Fall sagen. Und das habe ich ja auch bereits gelesen, dass der Autor von, also der, quasi der Entwickler, der Erfinder dieser Geschichte hier, ja am Anfang versucht hatte, sich an älteren Grimm-Märchen zu orientieren. Also wirklich deren Geschichte von älteren Grimm-Märchen zu übernehmen, bevor Disney die hatte. Also wirklich diese alten, na, ich nenne sie mal doch recht brutalen Märchen. Und so ist es jetzt hier eigentlich auch noch. Ein bisschen zumindest, nur dass er jetzt eigene Märchen verwendet hat. Er meinte dann, dass er dann doch lieber eigene Geschichten entwickeln würde, anstatt die von anderen zu klauen. Aber in der ersten Fassung war es wohl tatsächlich so, dass man sich hier in der Story der von den alten, also den von den Grimm-Märchen bedient hatte. Was ja bestimmt auch ganz interessant gewesen wäre, aber so haben wir halt eine vollkommen neue Story. Nun ja, ich rieche es. Was ist das für ein Duft? Ich bin's nicht. Rate mal, wer? Sprecht nicht weiter. Ich werde die Astlöcher eures Gemahls wieder duften lassen wie eine kühle Brise. Okay, ich will gar nicht wissen, wie der jetzt riecht. Bitte sag es mir nicht. Bitte, bitte sag es nicht. Traumwunderlexier. Hier, ich will nicht euch trinken. Eine der wenigen Gratisproben schenken. Aber verratet es nicht meinen anderen Kunden. Wie kann man nur so blöd sein? Gib ihm die Kanne nicht. Oh. Was ist das hier? Das ist kein Bombensymbol. Wahrscheinlich kriegen wir später noch andere, na, sage ich mal, Gadgets, mit denen wir an bestimmte Orte zurückkehren müssen, also dann wahrscheinlich auch hierhin wieder zurück. Ja, ich werde jetzt, wie gesagt, ich werde hier nicht auf 100% spielen, das wäre alleine zu übertrieben, mit mehreren Spielern wird es vielleicht gehen. Aber alleine ist das nicht so einfach, weil man dann halt wirklich auf Hintergrund und Vordergrund gleichzeitig achten muss und so. Sind wir doch rechtzeitig? Oder ist es zu spät? Es ist, glaube ich, zu spät. Aufhören! Kann mir denn niemand diesen grässlichen Schleim abwischen? Sein Verrat war aufgedeckt und Ratte bespritzte Mutter und Vater Zeder mit widerwärtigem violettem Schleim. Gutgläubiges Gehölz! Euer Wald gehört jetzt dem Mondbärenkönig! Ein paar gut platzierte Bomben dürfen den Schleim wegsprengen. Ja, hab ich schon verstanden. Nur für kurze Zeit. Wer eins kauft, kriegt eins, nein, zwei gratis. Solange der Vorrat reicht. Okay, man kann diese Dinger hier kippen. Bereit zum Aufchecken? Aber nicht stark genug kippen, um da oben ranzukommen. Wie soll den Schleim jetzt... Ah, jetzt vielleicht. Oh. Nee, so einfach war das nicht. Vielleicht hätten wir das Schild aktivieren müssen. Ja, sieht so aus. Ah, okay. Ich hab's verstanden. Danke, Mutter Baum. Ich werde das schon irgendwie hinkriegen. Hilfe! Hat der Kopf verloren! Schnell!
Schnell! Egal, nächster Kopf. Wir haben ausgerechnet den Kopf verloren, den wir da brauchen. Willst du mich verarschen? Alter, das ist doch immer dasselbe. Wir haben jetzt den Kirschblütenkopf verloren, genau jetzt, wo wir den Kirschblütenkopf einsetzen konnten. Für kurze Zeit, wer eins kauft, kriegt eins, nein, zwei gratis, solange der Vorrat reicht. Oh. Ja, warte. Oh, Bombe, Bombe, nein, ich kann keine Bombe machen, solange ich den Kopf verloren habe. Wirf die Bombe. Und vergiss meine Frau nicht. Oh. Wie dreist von euch. Nein, ich vergiss deine Frau nicht. Schnell hoch da und die Bombe werfen. Oh nein. Schnell höher. Nein! Hoch da. Und noch höher. Ich habe keine Zeit mehr, um irgendwas zu schnappen. Ja! Jawohl! War das der gesamte Schleim? Sieht so aus. Jetzt geht es uns schon viel besser. Verflucht sollt ihr sein! Huhu! Hat er getroffen? Jetzt kann ich wieder keinen Kopf setzen. Komm schon. Jetzt aber. Nein, 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 nein. Hoch, 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 hoch. Ja! Schnippel, 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 schnippel! Jetzt, Kutero! Nimm Calibrus und schneide ihm den Jetpack auf! Mach ich! War's das mit Ratte? War's das mit Ratte? Oh! Hab wohl was verpasst. Das Publikum hat gelacht. Ah. Er war wohl ziemlich nackig gerade. Aber wir haben Ratte noch nicht vollständig besiegt. Er ist nur geflohen. Halt! Bitte! Ich flehe dich an! Verschone mein Leben! Verlierer Kutterbohr! Er hat genug Leid verursacht! Ich hatte keine Wahl. Der skrupellose Mondbärenkönig hat mich bedroht. Er wollte mir den Kopf abbeißen, wenn ich den Mondwald nicht vergifte. Ich bin sanft und wehrlos und konnte nicht anders als gehorchen. Oh, wie süß. Die arme kleine Ratte. Wir haben nie daran gedacht, dass auch er ein Opfer sein könnte. Dieser miese Mondbärenkönig. Kein Respekt vor Kleinunternehmern. Aber das ist nur unsere Ansicht. Unseretwegen musst du den Kerl nicht bestrafen. Welche Güte, welche Gnade. Oh, ich bin wirklich tief gerührt. Wenn ihr mich davon wundern lasst, gebe ich euch, was ihr wollt. Sprecht es nur aus. Also, was ist denn mit diesem, du weißt schon, diesem Lixi-Tinktur-Ding für das FETT-Problem meiner Frau? Ja, das Elixier. Wir haben schon alles gegen den Astlochgestank meines Mannes versucht. Nichts hilft. Los, riech doch mal. Dann habe ich eine Überraschung für euch. Tretet vor. Könnt ihr echt so blöd sein? Willkommen beim Rattenrennen-Shopping-Talar. Wow, was geht jetzt ab? Mutter und Vater Zeder. Wie würde euch denn das hier gefallen? Traum, Wunderlixier. Müffelnde alte Astlöcher? Das ist passé. Also, vielleicht, Zu viel Holz vor der Hütte? Kein Problem mehr. Oh. Mit einem Tröpfchen vom Traumwunderlixier sind alle Problemchen vergessen. Wisst ihr nicht, wem der Mondbärenkönig seine Kraft verdankt? Ist doch traumhaft einfach. Oder die Mondgöttin ihre Schönheit? Bleibt ein Traumgeheimnis. Mit Garantie der Mondmagierbehörde, sonst gibt's Geld zurück. Oh, aber es ist sicher furchtbar teuer. Das stimmt. Aber heute ist euer Glückstag. Für kurze Zeit bieten wir eine 90-Tage-Testphase. Es kostet euch keine müde Mark. Keine müde Mark? Aber greift lieber schnell zu. Das Angebot endet, sobald die Show vorbei ist. Also schnell, ruft an, ruft an, ruft an. 90 Tage war bestimmt nicht an dem PS-Abo angerichtet. Nein. PS Plus-Abo. Übrigens, Kutaro, tust du mir einen Gefallen?
könntest du mit deiner Schere meine Frau um ein paar Pfund erleichtern. Ich sagte, es reicht! Ich glaube, die sind alle etwas sehr abgedreht, alle etwas sehr blöd und auch alle etwas sehr zurückgeblieben hier in diesem Wald. Also bitte. Okay, wir haben wohl die Ratte dann doch endgültig besiegt. Tod einer Handelsratte. Dann spielt die Schlange vielleicht doch noch eine größere Rolle in diesem Akt, mit als ich dachte. Mit Kalibos Hilfe konnte Kutaho die Bedrohung besiegen und die Seelen weniger glücklicher retten. Gut gemacht, Kutaho! Die von ihm befreiten Seelen kehren heim. Mittlerweile. Akt 2, Szene 2 geschafft, aber Akt 2, Szene 3 fehlt noch. Die herzlosen Lügen der Ratte haben den Mondwald fast ruiniert. Und während ihre Niederlage Kutaros Sammlung einen weiteren Mondstein einbrachte, schlüpfte bereits eine neue Gegenspielerin in Schlagreichweite. Und auf dem Bild sehen wir, es hat etwas mit der Schlange zu tun. Aber das sehen wir erst im nächsten Part. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dann und auf Wiedersehen.